Der Morgen beginnt mit 4 Bananen. Jetzt gibt es einen Kohl-Feldsalat. Also mit Kohl, kleingeraspelt und Feldsalat. Und das alles mit Zitrone, mit Öl, mit Salz und Pfeffer und Dill gewürzt. So, ich versuche heute mal das Essen mit einer anderen Kamera aufzunehmen. Mit meiner alten, weil die GoPro halt nicht so gut dafür geeignet ist. Und entsprechend gibt es heute Abend Wildreis, dann mein Rinderbraten, also die Turbinambur-Chips und Gurke. Die Turbinambur-Chips sind schon relativ würzig, deswegen gibt es den Wildreis und die Gurke ungewürzt. So, jetzt gibt es einen Obstteller mit Orangen und Honigmelone. Und jetzt gibt es noch Beef Jerky, also wieder mal dieses Beef Jerky, was eigentlich noch nicht wirklich passt, aber der Hunger treibt's rein. Zum frühen Morgen, zum sehr frühen Morgen, gibt es jetzt noch die Reste von dem Feldsalat, Krautsalat, den ich mir vor 2 Tagen gemacht habe. Und da ist jetzt noch so ein kleiner Rest da, wird vielleicht so ein halbes Kilo sein. Und den werde ich mir jetzt einverleiben. So, jetzt gibt es Tomaten und Wildreis und dazu diese Topinambur Traubensaft-Medaillons, die hier Topinambur Ananas-Medaillons sind. Und ja, das gibt es jetzt zu essen und da freue ich mich drauf. Ungewürzt alles, einfach so wie es ist. So, und jetzt nehme ich mir noch 3 oder 4 von diesen Baobab Vanille Dattel Mandelkugeln und esse die jetzt. Und tja, das ist jetzt mein Abendbrot. Das ist Abendbrot, das ist Schwachsinn. Schwachsinn ist kein Abendbrot, das ist irgendwie eine Mahlzeit halt. Heute Morgen gibt es wieder einen Smoothie und zwar ist drin Reisprotein in Rohkostqualität. Da bin ich immer froh, dass ich das gefunden habe. Und dann haben wir noch Weizengras, das habe ich selber aus dem Garten geerntet im Sommer und dann getrocknet. Und dann habe ich noch frischen Kurkuma drin, gefrorenen Grünkohl, gefrorene Himbeeren. Und dann habe ich noch Äpfel drin, Granatapfel, Banane, Rotbeete, Pastinake habe ich noch drin, ein Stück Petersilienwurzel und ungeschälte Hanfsamen habe ich noch drin, Braunhirse und das war's, glaube ich. Das ist ein Smoothie, den gibt es ja. So, jetzt gibt es eine Packung Tomaten. So, das sind jetzt noch 2 Tomaten. Ich habe 2 Tomaten, das sind 2 Bananen. Ich habe schon 5 Bananen gegessen. Die 2 werde ich jetzt noch rein und dann ist auch gut. Also 7 Bananen. Eine Handvoll Erdnüsse. Wahrscheinlich so 6, 7 Stück geknackt und gegessen. Und das avanciert so langsam zu meinem Lieblingsgericht. Und zwar sind das Tomaten, das ist Wildreis und das ist mein Rinderbraten quasi. Also das ist quasi so eine rohköstliche, klassische Zusammenstellung. Kohlenhydrate, dann hier das Gemüse und das sozusagen die Fleischbeilage. So ganz klassisch. Total ungewürzt, schmeckt aber mega lecker, weil hier hast du schon ein bisschen Fett drin durch die Hanfsamen. Öl ist überhaupt nicht drin. Es sind wirklich bloß hier die Hanfsamen. Und ansonsten hast du alles. Es schmeckt einfach genial und absolut zu empfehlen. So, jetzt nehme ich noch eine Handvoll von diesen eigentlich noch nicht ganz fertig gekeimten Kichererbsen, aber schmecken einfach so gut und ich will snacken. Mensch, das gibt's ja gar nicht. Ich bin seit 3 oder seit 4 Wochen Rohköstler, das ist die 4. Woche, und dann das, was eigentlich so ein bisschen die Rohkost ausmacht, so ein Salat, habe ich gar nicht so häufig gemacht, ne? Und gerade so den Standardsalat, also Zwiebeln, Tomaten, Gurken, Paprika, Öl, Essig und Salz und Pfeffer. Also der absolute Standardsalat. Ich glaube, ich habe jetzt noch gar nicht gegessen. Das ist jetzt das erste Mal und aber ich habe schon gemerkt, ich habe mal mit Appetit drauf. So, der Morgen beginnt mit einigen Bananen. Das ist jetzt meine 4. und ich werde wahrscheinlich noch 2, 3 essen. So, ich war gerade auswärtig unterwegs und habe dort einen Salat gegessen. Bei einer Freundin mit normalen Spinat, mit Paprika, Gurke, Tomate und mit Öl esse ich. Ja, und das war's. Und jetzt zu Hause angekommen, esse ich Wildreis mit Kichererbsensprossen und dem legendären Topinambur Rinderbraten. Und das gibt's jetzt zum Abendbrot.
So, jetzt gibt es wieder einen Smoothie. Heute mit sehr viel Weizengras aus dem Garten, natürlich getrocknet aus dem Sommer. Dann mit Hanfsamen, mit gekeimten Buchweizen habe ich heute drin. Reisproteinpulver, viel gefrorener Spinat, viel gefrorene Himbeeren. Dann noch gefrorene Bananen, Apfel und Granatapfel und eine Pastinake. So, jetzt gibt es einmal rote Beete-Chips und die sind komplett ohne alles, die sind einfach nur dünn geschnitten und gedörrt, aber schmecken natürlich trotzdem gut, weil halt rote Beete. Und das andere sind Kichererbsen, die ist eine Marinade aus Sojasauce, aus einem Klecks Olivenöl, aus Garam Masala und ein bisschen Pfeffer gemacht habe. Und die habe ich dann auch gedörrt. Und das jetzt so zum Snacken als kleine Mahlzeit. So, heute bin ich High Protein unterwegs hier. Das ist also schon jetzt die vierte Packung von meinen Kichererbsen mit rote Beete. Und ja, ich werde hier dazu noch ein Stück Gurke essen. Und aber da habe ich heute Proteine getankt, mein lieber Scholli. Und jetzt gibt es also noch einen Teller frischer Mallorca-Orangen. So, und jetzt gibt es 5 Bananen, die eine ganz komische Farbe haben. Aber, naja, trotzdem wahrscheinlich gut sind, weil die Punkte sind da. Aber die sind halt irgendwie so grau. Aber egal. Auf jeden Fall gibt es jetzt 5 Bananen. Was ich immer mal die Tage esse, was ich aber nicht aufnehme, das sind so ganz kleine Sachen. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so nebenbei eine Walnuss knacke. Ihr müsst euch vorstellen, vielleicht in der Woche so 10, 15 Walnüsse, die dann also am Tag so 2 Stück vielleicht, die ich hin und wieder mal einfach esse. Das also nur mal als Information. Was ich auch immer wieder vergesse aufzunehmen, ist, dass ich so alle 2 Tage so eine Stange Wakame-Alken einfach so esse und Paranüsse, also wirklich hin und wieder auch mal eine Nuss oder sowas. Aber relativ wenig. Das ist dann wirklich so ein leichter Snack, wenn ich merke, jetzt ein bisschen Fettigkeit oder halt das halt für Jod. Also da ich ja nun nicht jeden Tag einen Smoothie mehr mache, brauche ich ja trotzdem mein Jod jeden Tag. Und das ist sehr wichtig, dass man Jod zu sich nimmt. Das unterschätzen sehr, sehr viele Menschen. Und ja, entsprechend nehme ich da so eine Wakame-Alge. Und jetzt nehme ich eine Handvoll, die ist dunkel, ich hoffe, das erkennt man. So eine richtige Handvoll Wildreis. Ohne alles und habe schon ein bisschen gegessen. Da ist irgendwas drin, was ich unbedingt brauche. Also, das ist wirklich, ich esse das und merke, mein Körper braucht das. Reiner Wildreis, einfach nur eingeweicht in kaltem Wasser, 2-3 Tage und dann kannst du den noch tagelang essen. Und ja, also, der hat eine richtige Handvoll. So, und jetzt gibt es Rohkost-Sushi. Sieht natürlich alles nicht so Bombe aus, logischerweise, weil halt kein Reis drin ist, sondern eine Blumenkohl-Cashew-Pampe, sag ich mal. Und drin sind Gurke, Zucchini und Möhren und Wasabi halt und halt ungeröstete Algen, Nori-Algen und halt entsprechend auch noch eine Sojasauce. Und genau, das werde ich jetzt essen.